Guten Morgen. Ja, ist schon der Wahnsinn hier. Ja, ich bin nicht in Meiring. Nein, ich bin an einem Sehnsuchtsort, muss ich heute sagen. In Lauterbrunn. Das ist so heftig hier. Also unglaublich schön. Ja, wie man sieht, die Gletscher da oben. Die weißen Berge, steile Wände links und rechts. Die Sonne kommt hier so langsam rein. Ja, der schöne Staubbachfall hat leider nicht so viel Wasser, dass man ihn so gut sehen kann. Aber es ist schon echt extra klasse, muss ich sagen. Die ganzen Gebäude hier noch auf alt, hier, das sieht alles ja, futuristisch aus. Ja, warum bin ich hier? Natürlich, um eine Runde zu drehen in den Rad. Ja, über die kleine Scheidegg. Ich fahre ja schon bei der großen und heute ist die kleine dran. Ich fahre von hier erstmal nicht da hoch, sondern erstmal Richtung Grindelwald. Da muss ich erstmal das Tal ein bisschen hinab und dann hinauf nach Grindelwald. Das sind etliche Kilometer, noch nicht so steil. Aber ab Grindelwald geht es dann hoch, hinten unter der Eiger Nordwand entlang, hoch zur großen Scheidegg, wieder runter nach Wengen, da sitzt da irgendwo da oben und dann komme ich wieder hier runter. Das sind gerade mal 40 Kilometer, aber es werden wohl traumhafte 40 Kilometer werden, hoffe ich doch. Also es kann eigentlich nur schöne Bilder geben. Ja, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Bin ich 4 Kilometer abgefahren, die einfachsten Kilometer des heutigen Tages. Es war eisekalt, muss ich sagen. Ja, Lufttemperatur 10, 11 Grad und der Fluss ist ja auch nicht gerade warm, das Wasser da drin. Da musste ich die Jacke echt anhaben, das war frisch. Aber jetzt stehe ich hier in der Sonne und in diese Richtung geht es jetzt weiter. Ja, da geht es nach Grindelwald. Einige Kilometer, aber es sind nur 300 Höhenmeter circa, bis ich in Grindelwald bin. Also das ist noch der einfache Teil. Die kleine Scheidegg liegt auf 2060 Meter so ungefähr. Also da habe ich noch richtig was vor. Ja, aber bei diesem tollen Wetter wird es auch wieder viel Spaß bringen. Also ja, weiter geht's wieder bergauf. Fünf Kilometer weiter oder noch ein bisschen mehr. Oh, scheint diese 300 Höhenmeter sind sehr ungerecht verteilt. Ja, gerade eben ging es so richtige Steilstufe hoch. 10 bis 15% und auf einmal steht man wieder hier auf so einem Flachstück. Oh, schön ist es trotzdem. Die Anstrengung lohnt sich jedes Mal. Einfach nur klasse. Mal sehen, wie der Weg weitergeht. Ich habe nur noch 50, 60 Höhenmeter bis Grindelwald. Also so viel kann da eigentlich gar nicht mehr kommen. Schauen wir mal. Da ist Grindelwald. Licht hier einfach mal so zwischen den hohen Bergen mit den hohen Wänden, was man hier auch sieht. Da oben, das ist der Mönch und da ist sogar Schnee gefallen in den letzten Tagen. Eine kleine weiße Haube hat er gekriegt, aber die wird schnell wieder wegschmelzen. In den nächsten Tagen wird sonnig und heiß. Ja, toll hier, aber ich kann nur sagen, es ist richtig voll. Was strömt das hier an Autos auch teilweise hin? Ah, man sieht Campingplätze. Plätze voll. Ja, ist normal. Ist nun mal Hauptsommerzeit. Morgen ist hier Feiertag. Also hier ist wirklich
nichts mehr zu kriegen. Auf jeden Fall. Aber ich habe ja meinen Platz hier auf dem Fahrrad und kann hier hochfahren. Jetzt werde ich bestimmt gleich noch mal irgendwo eine Pause machen, bevor ich die nächsten Höhenmeter angehe. Das sind ungefähr 1100 Höhenmeter von hier bis zur kleinen Scheidegg. Also es ist richtig, richtig schön viel. Ich freue mich drauf auf die tollen Aussichten. Aber gleich gibt es noch mal eine Powerpause, um noch mal ein bisschen zu tanken. Und dann geht's hoch. Aber es ist echt klasse. Einmal hier gewesen. Ach nee, ich bin da schon zwei, dreimal hier gewesen. Ja, ist aber schon so lange her. Erinnern kann ich mich kaum noch. Aber es ist einfach immer wieder schön hier. Kann man auf jeden Fall sagen. Nicht umsonst ist hier was los. Leider kam da keine Bank, aber ich habe mich jetzt hier auf die Wiese gesetzt, im Schatten. Hab einen schönen Blick auf die große Scheidegg da oben. Da oben war ich ja vor ein paar Tagen. Das ist schon ein tolles Plätzchen hier. Wow, toller Blick auf Grindelwald. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich habe was mitgenommen. Das ist billiger, als wenn man hier irgendwo was kauft. Auf jeden Fall. Also eine Snackpause. Und dann geht es dann weiter. Es ist jetzt gleich 11. Bin um 9 Uhr unten gestartet in Lauterbach. Wie gesagt, ich lasse es sehr ruhig angehen. Genieß diese Aussichten überall. Ich bin nicht hier, um Geschwindigkeitsrekorde zu brechen. Und dann geht es gleich weiter. Noch 1000 Höhenmeter. Es ist noch ein ganzes Stück. Ja, fast geschafft. Nee, noch nicht. Es sind immer noch 500. Man schraubt sich hier so langsam hoch. Hat immer mal kurze, schöne Aussichten. Warum fährt man da eigentlich hoch? Keine Ahnung. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben vielleicht. Weil hier werden ja per Eisenbahn von beiden Seiten und per Gondel hochgefahren. Aber jetzt stehe ich hier so ziemlich unter der Eiger Nordwand. Die beeindruckenden Felsformation hier. Senkrecht nach oben, 1800 Meter hoch. Geht's gerade hoch. Wow. Mann, ist man klein hier. Das ist echt Wahnsinn. Wow. Es ist auch heiß. Aber es geht zum Glück ein bisschen Wind. Boah, da kühlt man so ein bisschen ab, wenn man mal den Wind abkriegt. Echt toll. Gegend ist echt super. Ja, da oben erwarten einen wirklich Menschenmassen. Aber das ist egal. Es geschafft zu haben, das ist es mal wieder. Einfach nur die Tour. Ja, ganz ruhig und sinnig. Bin auch nicht alleine, der hier ohne Motor Unterstützung hier hochfährt. Also es sind immer noch welche unterwegs, die es ohne machen. Also alles gut. Boah, aber die sehen auch so aus. Alle die mit Motorunterstützung hier hoch, die sausen hier hoch. Ich weiß nicht, das ist noch nicht mein Ding. Naja, weiter geht's. Noch 500 Höhenmeter. Ja,
gleich geschafft. Gleich bin ich oben. Ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen geschoben. Also die Höhe, die Sonne, die macht dann doch fertig. Aber diese Landschaft entschädigt für alles. Wow. Einfach nur grandios. Ich bin jetzt genau auf der Höhe von der großen Scheidegg, der ganz hinten, wo ich letztens war. Boah, ja, war ein bisschen aus der Puste. Ist klar, die Höhe, fast 2000 Meter hoch. Aber es geht natürlich noch höher. Aber da will ich nicht mehr hoch. Da fährt ja auch eine Eisenbahn durch den Berg. Nee, da oben war ich schon mal mit der Jungfraubahn da hochgefahren. Ja, es ist ein Erlebnis, kostet auch eine Menge Geld. Einmal im Leben kann man das machen. Vor 14 Jahren habe ich es gemacht. Echt klasse. Aber jetzt würde ich es nicht nochmal machen. Einmal langt. Viel verändert hat sich ja auch nicht da oben. Vielleicht ein bisschen weniger Eis, aber ganz da oben nicht. Ah, aber echt klasse. Das ist echt, wo die Welt am schönsten ist, oder? Naja, ein paar Meter habe ich noch und dann rein in den Trubel. Ja, das ist einer der unglaublichsten Orten, in dem man sein kann in der Schweiz. Selbst in der Schweiz. Ich finde das mit dem besten Platz ever. Es ist so unbeschreiblich, man fühlt sich hier so klein. Vielleicht in einigen Generationen noch weiter, denn sind die weißen Flecken schon gar nicht mehr zu sehen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, es hat sich schon verändert in den 14 Jahren, aber naja. Soweit da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es ist einfach nur unglaublich, hier zu sein. Ja, hab doch ein teures Essen hier noch gehabt, aber das war es mir irgendwie wert. Aber es ist nicht überfüllt, muss ich sagen. Also ich hätte viel mehr Leute erwartet. Also es ist ein bisschen ruhiger als letztes Mal. Ja, vielleicht immer noch ein bisschen Corona, dass noch nicht alle kommen können aus allen Ländern. Es ist sehr international. Ja, Chinesen, Japaner, Inder und so weiter, ganz Europa. Ja, man hört's. Aus allen Ländern kommen sie hier. Ist auch kein Wunder. Also das muss man echt mal live gesehen haben. Zurzeit sieht man es nicht. Da oben ist ja so eine Station, die Pfingst. Da habe ich auch mal gestanden, auf über 3200 und ein paar zerquetschte. Da ist eine Aussicht, das sage ich euch. Ja, einmal im Leben kann man da echt hochfahren. Es ist schön, aber man muss echt aufpassen, die Höhenluft da oben. Nach ein, zwei Stunden, da merkt man, die hat man Kopfschmerzen und da muss man auch schon wieder runter. Also lange aufhalten kann man sich da nicht. Aber es ist es wert, auf jeden Fall. Selbst diese Station hier, hier fährt gerade wieder der Zug ein. Es ist echt, ja, eigentlich eine Massenabfertigung, aber es ist echt toll hier. Es ist einfach nur klasse. Es ist es wert, auch die Anstrengung, die ich jetzt gemacht habe, unglaublich. Okay, jetzt geht's weiter. Ja, eigentlich nur noch abwärts. Erstmal ja, Richtung Wengen. Mal gucken, vielleicht, ob ich da noch ein Eis kriege oder so. Muss ich mal schauen. Es geht abwärts. Von hier auf 2600 Meter bin ich jetzt. Nachher Lauterbrunn, das sind irgendwie knappe 800. Das geht ein ordentliches Stück runter. Aber Leute, das ist genial hier. Unglaublich, unbeschreiblich. Musik.
Nun, hier unten in Wengen, ja, hier ist auch wieder die Hölle los, ist klar. Hier kommen ja auch die ganzen Touris an, heute auch wieder Anreisetag, heute am Sonntag. Aber was soll man denen auch vergönnen? Ne? Diese Aussicht, die kann ja nicht nur eine Person für sich behalten. Also ist schon klar, dass die Leute alle hier Urlaub machen. Ich bin ja auch hier auf jeden Fall. Und das ist sowas von lohnt. Diese Ausblicke hier auf diesen Ort, wenn man durch den Ort fährt und im Hintergrund leuchtet der Gletscher dadurch. Das ist unbeschreiblich. Das muss man gesehen haben. Ja, jetzt geht es nur noch 4 Kilometer runter, steil bergab, richtig steil Richtung Lauterbach. Und dann war es das auch schon. Das war ein. Abfahrt kommt noch und dann gibt es ein Fazit. Also abwärts. Ich würde sagen, einen besseren Ausblick kann ich nicht mehr kriegen. Ja, diese Abfahrt hier, das ist eigentlich gar keine. 17-20% geht es herunter, loser Schotter. Ich bin irgendwie sicherheitshalber denn doch viel geschoben, weil so fahrsicherungstechnisch bin ich ja nicht bewandt, wenn man das so selten im Jahr macht. Aber egal, runter kommt man immer. Ich will nur heil ankommen und das bin ich. Wenn ihr dieses Video seht, auf jeden Fall. Ah toll, toller Blick nochmal auf Lauterbach und rein ins Tal. Das ist der perfekte Moment, um Tschüss zu sagen. Ja, es war eine grandiose Tour. Ich kann das da oben nur empfehlen. Es ist teuer, da hochzufahren, ja. Aber es ist Wahnsinn. Mit dem Rad war es jetzt umsonst. Aber das Parken hier nicht, das ist klar. Da muss ich gleich noch ein bisschen was für bezahlen. Aber es ist kein Wunder, dass die ganze Welt hier hin will. Ja, und diese steilen Wände da, unglaublich. Da sind immer die Basejumper und fliegen da runter und sterben. Nee, nicht immer. Oh, da kommt auch gerade der Zug, das ist doch perfekt. Ja, es ist einfach unbeschreiblich. Das Schönste auf der Welt bald, würde ich sagen. Das kann man nicht mit Bildern alles zusammenfassen. Es ist einfach nur grandios, unglaublich. Es ist nicht in Worte zu fassen. Es war eine schöne Tour, es war hart. Wunderbar, es hat sehr viel Spaß gebracht, wieder hier zu sein nach 14 Jahren. Und ich würde sagen, in 14 Jahren komme ich wieder. Also es ist so schön, dass man hier immer wieder hinkommen kann. Ja, also ich hoffe, ja, ich bin kaputt. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Ja, der Urlaub ist ja noch nicht zu Ende. Also dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin, oder wie man hier sagt, salut.